Ja, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Reaction auf meinem Kanal. Und zwar wieder BTS und mit einem Video, das über 6 Millionen Likes hat. Platz 1 in den Trends. Und schauen wir uns mal an, warum. Okay, das fängt schon mal gut an. Alle stehen in Reihe und Glied. Das ist, okay, lassen wir das Thema lieber. Ey, so ein mega geiler Beat. Der Anfang ist der Hammer. Und dann fängt er an zu quietschen. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Aber passend tut's auf jeden Fall nicht. Der Punkt ist, ey, diese alle, keine Ahnung, bei Asiaten sehen diese Frisuren, diese Outfits immer so mega geil aus. Wenn ich mit den Klamotten rumlaufen würde, alle würden mich auslachen. Bei ihnen einfach Hammer. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, das Tattoo von ihm nur aufgemalt ist, ob es echt ist. Würde mich echt interessieren, weil es cool aussieht. Wenn irgendwie zu ihm passt. Was steht da drauf? Like, oder? UKE? Yukmi? Keine Ahnung. Ich kann es nicht erkennen. Schreibt mal in die Kommentare, Leute. Aber das meine ich echt, ne? Schaut euch den Typen mal an. Jeder wird doch sagen, boah, der sieht voll gay aus. Aber der Typ sieht einfach hammer cool aus. Die Frisur ist der Hammer, von den Farben her, saugeil. Und der Typ trägt eine Glitzerjacke. Blöd gesagt, also die glitzert einfach wegen den Lichtverhältnissen, aber ey, mich würden sie dafür auslachen, bei diesem sieht es einfach cool aus. Das könnte echt nur Asiaten tragen, das ist Hammer. Alter, geile Kamerafahrt. Aber die Jungs können echt singen. Nur, ich würde mir echt interessieren, wenn einer von euch Koreanisch kann. Hat das einen bestimmten Grund, dass die Background-Tänze alle so in Reihe und Glied marschieren? Ist das eine Anspielung? Oder ist es einfach nur, weil es zum Video passt, zum Song? Ich habe mal eine ganz bescheuerte Frage. Ist es Make-up von den Jungs oder tragen die wirklich Lippenstift? Das kommt mir so vor, als ob alle Lippenstift tragen würden. Aber steht mir nicht falsch, es steht den Jungs irgendwie. Sieht cool aus. Also ganz ehrlich, singen können die Jungs definitiv. Die haben es drauf. Ich kann verstehen, warum die Platz 1 sind, warum die so beliebt sind. Okay.
Okay, jetzt kommt nochmal ein geschmeidiger Part, glaube ich. Alter, wie hoch kommt der mit der Stimme? Alter, kann ja Michael Jackson Konkurrenz machen und der muss sich immer die Eier dabei greifen. Aber ganz ehrlich, ich feiere einfach den Stil von den Jungs. Auch wenn ein Management ihnen das vorgibt, scheißegal. Die Outfits sehen Hammer aus. Also tanzen können die Jungs und die Choreografie sitzt und dass die auch drumrum sitzen, auf dem Boden trommeln, ey, das sieht einfach mega geil aus. Das Video feiere ich total. Ich frag mich nur, der eine Typ im Hintergrund, warum hat der so einen Afro auf dem, also, keine Ahnung, Afro, Irokese, Pudel, Dings? Warum hat der so einen schwarzen Pudel auf dem Kopf? Und alle anderen nicht? Was ist das für ein Sinn? Warum macht er das? Ah, der links neben der Trompete mit der riesen Trommel hat auch so einen Buschel auf dem Kopf. Aber warum? Da rechts mit der Trommel auch. Den Koreaner auf Puschel? Man weiß es nicht, man munkelt. Auf jeden Fall mega geiler Song, Hammer Video. Hier, Big Hits Label, natürlich in der Beschreibung verlinkt, logischerweise. BTS, Platz 1 auf den Trends, 6,3 Millionen Likes, Aufrufe 65 Millionen. Einfach krank, einfach krass krank, wie die Jungs abgehen, aber hey, wir haben es auf jeden Fall verdient. So Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir eine Bewertung und bis zum nächsten Mal. Haut raus, bleibt geschmeidig.